Wir sind in Newcastle für das nächste Viertelfinale. Deutschland gegen die Niederlande. Ein Klassiker in dieser Runde. Und es geht um die Frage, wer folgt England und Mexiko in das Halbfinale? Wer gehört zu den vier besten Mannschaften dieses Weltpokals? Wir sehen Bastian Schweinsteiger nach wie vor der Führende in der Torschützenliste dieses Weltpokals in England. Auf der anderen Seite eine ganz gefährliche Mannschaft. Und wir freuen uns drauf, wenn zunächst mal die Nationalhymnen hier im St. James Park in Newcastle. Für die Elftal geht es zum zweiten Mal in dieser Stadt. Sie haben bereits das erste Spiel gegen Ecuador hier gespielt. Deswegen auch viele Fans hier in Newcastle dabei. Die deutsche Mannschaft zum ersten Mal zu Gast im St. James Park nach dem Spiel in Birmingham. Jetzt also hier in Newcastle. Keine Veränderung in der Startelf der deutschen Mannschaft im Vergleich zum Spiel gegen Russland. Beim späten 1-0, 113 Minuten hat es gedauert. Bis zum Führungstor von Thomas Müller mit seinem ersten Turniertor. Dahinter Bastian Schweinsteiger, links Özil, rechts Reus. Das also die Startelf für dieses Spiel. Die Niederlande kehrt zurück zu einem 4-3-3, nachdem sie zuletzt mit Dreierkette gespielt haben. Dazu auch Jan Maat wieder dabei in der rechten Verteidigung. Spielt hier Newcastle, kennt das Stadion aus der Club-Erfahrung. Vorne bleibt alles beim Alten. Das ist Boateng. Der Mann, der heute zusammen mit Hummels in der Innenverteidigung stehen wird, obwohl Benedikt Höwedes wieder dabei ist, sitzt auf der Bank, nachdem er seine Sperre gegen Russland abgesessen hat. Heute allerdings nicht in der Startelf. Links weiterhin Jonas Hector, rechts Skodran Mustafi und vorne bleibt alles ebenfalls mit Thomas Müller wie bereits in den letzten vier Partien. Das dritte Viertelfinale. England hat es gestern geschafft mit einem späten Tor, auch Mexiko. Jetzt also Deutschland gegen die Niederlande. Anstoß für die Elftal. Heute mal in Blau. Die deutsche Mannschaft ganz in Weiß. Von links nach rechts. Der erste Angriff über Ibrahim Afellay. Einer dieser gefährlichen Männer vorne. Hat sich gerade im zweiten Spiel gegen die USA offensiv stark präsentiert. Genauso wie Nigel de Jong. Wir haben das mal übergerechnet. 5 Stunden ist die Mannschaft ohne Gegentor. Haben 2 kassiert zum Auftakt gegen Ecuador in diesem Stadion, danach allerdings immer zu Null gespielt. Gegen die USA, gegen Frankreich und dann auch gegen Argentinien. Erster Abschluss von Nigel de Jong, kein Problem für das Tor von Manuel Neuer. Aber sie wollen es schaffen, sie wollen ins Halbfinale. Der Gegner wäre dann Argentinien oder Costa Rica, das wird heute Abend entschieden in Manchester. Und dann wird im Old Trafford gespielt, vor der großen Kulisse des Theatre of Dreams. Mustafi zum dritten Mal dabei in der Startelf der deutschen Mannschaft. Thomas Müller. Groß, auch schon oft getroffen zu Beginn des Turniers gegen Japan und gegen die Schweiz. Wieder Müller. Schweinsteiger, erster Kopfball! Und gleich die Chance für den offensivstärksten Bastian Schweinsteiger. 7 Treffer bislang. Und heute wären wir natürlich froh drüber, wenn der 8. dazukommt. Thomas Müller mit vielen Vorbereitungen bereits. Und dann gegen Russland die Nerven behalten. Und dieses erste Turniertor gemacht, hat lange darauf gewartet, war lange Zeit unglücklich über seine Situation vorne, hat sich mehrfach geäußert, aber die Alternativen fehlen vorne. Man hat keinen weiteren Stürmer mitgenommen zu diesem Weltpokal. So muss es also vorne Thomas Müller in der Position des Mittelstürmers machen, hat allerdings grandios gemacht mit den vielen Vorarbeiten, um selber dann dieses wichtige Tor ins Viertelfinale geschossen. Robben, Van Persie verlängert, Snyder, das ist das 1-0 für die Elftal, wieder Snyder. Stand da ganz frei im Strafraum, nicht gut verteidigt, schön verlängert von Van Persie, dann ist Neuer machtlos
Da ist das erste Gegentor, der erste Rückstand für die deutsche Mannschaft in diesem Turnier. Zum vierten Mal überwunden, aber ganz schwach verteidigt. Wir sehen da Kroos zu spät kommen. Wo war Rechtsverteidiger Mustafi? Die Innenverteidigung weit entfernt von Sneijder. Und Sie wissen doch, dass der so brandgefährlich ist. Traf zuletzt gegen Argentinien, jetzt auch gegen Deutschland. Vielleicht wird er der Mann für das Turnier der Elfteil. Und die deutsche Mannschaft hat jetzt 80 Minuten Zeit, das Turnier auszuverhindern. Und muss jetzt eine ganz andere Seite zeigen, eine völlig neue bei diesem Turnier. Hatten sonst immer eine relativ deutliche Führung zur Halbzeit in den Gruppenspielen. Dann gegen Russland vorne auch überlegen. Aber jetzt muss die Wende her. Ansonsten ist dieses Turnier für Deutschland in Newcastle beendet. Und die Elftal ist Halbfinalist beim Weltpokal in England. Schöne Flanke und Müller nicht ganz angekommen. Zweiter Ball für Kroos und Özil. Jonas Hector. Schön gemacht. Aber ungenau für Marco Reus. Chance verpasst für die deutsche Mannschaft zum schnellen Gegentor. Und das nochmal diese Verlängerung. Da stehen Mustafi, Hummels und Boateng alle bei Van Persie. Und keiner sieht den Torschützen, der dann die Gelegenheit natürlich nutzt. Sowas nutzt ein Wesley Sneijder. Mustafi. Reus, klasse gespielt. Harmloser Abschluss für Jasper Sillesen im Tor der Elftal. Auch heute darf er spielen. Man hatte über einen möglichen Wechsel spekuliert zum hier in Newcastle spielenden Tim Krühl. Aber da will man keine Veränderung eingehen. Nicht zu diesem Zeitpunkt in einem Viertelfinale. Zumal man ja auch Sillesen in Turnierform halten will. Van Persie. Nächste Aktion. Das ist zu einfach. Van Persie. Neuer und Affelei. Das ist zu leicht für die Offensive der Elftal. So wird es schwer werden. Die deutsche Verteidigung hat mächtig Probleme gegen Van Persie und gegen seine Mitspieler. Affelei, Sneijder. Das sind ja alles brandgefährliche Leute. Auch ein Robben hat hier gegen Ecuador schon gezeigt, was er leisten kann. Thomas Müller. 10 Minuten seit dem Gegentor gespielt. Die deutsche Mannschaft hatte Gelegenheiten. Versucht alles mit Thomas Müller. Reus, schön gespielt. Der Ball kommt nicht an. Sneijder drauf gepasst von Persie. Kroos gegen Blind. Khedira, Reus startet. Hat Platz. Marco Reus. Khedira mitgelaufen. Ungenauer Pass. Stefan De Vrij hat aufgepasst. In der Innenverteidigung der Elftal. Jetzt wieder mit Viererkette. Jan Maat, Martins Indy, De Vrij. Und Vlaar. Müller. Schweinsteiger. Ausgleich. Der Kopfball passt. Volldampf versenkt. Bastian Schweinsteiger. Deutschland ist wieder da. Schafft den Ausgleich. Und es ist das 8. Turniertor. Jetzt hat er die Rückennummer übertroffen. Der Kapitän Bastian Schweinsteiger. Flanke von Müller. Nächste Vorarbeit. Und sie sind alle da. Dieses Tor war wichtig für Deutschland. Sillesen geschlagen nach dieser Flanke. Und dann kann er sich durchsetzen gegen die beiden Innenverteidiger, gegen Vlaar und gegen Jan Maat, der da im Zentrum stand, aber vor allem nicht zum Ball geht. Und Sillesen dann machtlos aus der Distanz. Deutschland schafft es. Deutschland kommt wieder und kann nach wie vor
hoffen, dass es reicht. Und Schweinsteiger trifft wieder, nachdem er gegen Russland überraschend schwach gespielt hat. Heute gleich wieder mit einem Zeichen. Knappe halbe Stunde gespielt in Newcastle. Es geht von vorne los. Deutschland, Niederlande 1:1. Blind. Abgegrätscht von Toni Kroos. Jan Maat. Das ist Blind. Wieder Jan Maat. Zusammen mit Afellay. Und Hector. Fehler von Reus. Afellay, wichtig, gut abgegrätscht. Özil gegen Willems. Und es gibt Einwurf, dazu eine gelbe Karte für Toni Kroos. Das war das Foul vorhin, als es nicht ganz sauber war. Jetzt also nachträglich geahndet. Gelbe Karten allerdings spielen keine Rolle mehr. Sofern er nicht bislang in der K.O.-Phase eine gesehen hat, das ist nicht der Fall. Damit also, wenn er nicht gelb-rot sieht, dabei im Halbfinale im Old Trafford, wenn es denn erreicht wird. Und dann gibt es entweder einen großen Klassiker gegen Italien oder aber eine Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels von 2006, Costa Rica. Die Mannschaft, die ebenfalls noch dabei ist, heute Abend gegen Italien spielen wird. Haben es ja bei der WM bereits gezeigt, dass sie die Azzurri besiegen können. Und im City of Manchester Stadium gibt es dann die Neuauflage. Müller, der war nicht aus. De Vrij, unsicher. Gegen Khedira. Schneider und Willems. De Jong, wunderbar kombiniert. Van Persie, nächstes Tor, 2:1. Und die nächste Führung für die Elftal. Nächstes Tor von Van Persie. Einmal schnell ausgespielt. Die deutsche Verteidigung kam nicht hinterher. De Jong, dann Schneider. Und dann die Vorarbeit von De Jong für Van Persie. Kein Abseits. Und Hector hat nicht aufgepasst. Das ist fahrig verteidigt gegen den Stürmer. Nächster Rückstand. Und ab jetzt ist die deutsche Mannschaft wieder gefordert. Und einmal mehr trifft dieser Mann, der die Elftal ins Halbfinale bringen will, mit dem zweiten Tor heute für die Niederlande. 4 Minuten vor der Halbzeit. Ungünstiger kann es nicht laufen. Und die kleine Korrektur, natürlich das erste Tor von Schneider, nicht von Van Persie. Aber trotzdem der auffälligste Mann heute in der Offensive, der Oranje in den blauen Trikots. So, selbe Situation wie nach 10 Minuten. Die deutsche Mannschaft muss reagieren, braucht erneut einen Treffer. Und muss jetzt erstmal aufpassen, überhastet dann von Van Persie. Aber das ist natürlich auch ganz schwach verteidigt von Linksverteidiger Jonas Hector, der eigentlich die Verteidigung stabilisiert hatte, zuletzt auch gegen Russland seine Aufgabe gut gemacht hat, aber da einfach zu passiv ist. Schweinsteiger legt ab für Özil. Das ist Kroos. Wieder Müller gegen Jan Maat und Jonas Hector kann sich nicht durchsetzen gegen den Außenverteidiger Schneider. Nochmal die Chance zum Konter mit Jan Maat.
Schweinsteiger. Müller, gut gesehen. Nochmal Reus vor der Halbzeit. Das ist Hector über die linke Seite gegen Robben. Und hängen geblieben an seinem Bundesliga-Gegenspieler Arjen Robben. Halbzeit in Newcastle. Und zum ersten Mal in Rückstand für die deutsche Mannschaft zur Halbzeit durch das 2:1 der Elfteil. Der Mann, der momentan die Oranje im Halbfinale geschossen hat, ist Robin van Persie. Dazu das frühe Tor von Snyder, Ausgleich von Bastian Schweinsteiger. Im Moment allerdings ginge die Reise hier für die deutsche Mannschaft in Newcastle zu Ende. Sie haben eine Dreiviertelstunde Zeit. Zunächst mal 15 Minuten Pause, dann geht's weiter mit Durchgang 2 hier im St. James Park. Deutschland ist gefordert und wir sind gespannt, was sie liefern werden in Durchgang 2. Bis gleich!